Hallo meine Freunde, herzlich willkommen hier wieder zurück zum Landwirtschaftssimulator 15 Ecker, nicht mit Times, sondern mit dem Dino. Hallo. Mit dem Kleggy. Hallo. Und ein neues Gesicht, jetzt hat diese Welt, und zwar den Björn. Bonjour, hallo. Alias der Koch, genau, der Koch. Zu dem kommen wir gleich. Wir haben uns den Herrn Koch nämlich nicht eingeladen, weil wir immer hungrig sind hier auf der Map. Oder generell beim Landwirtschaftssimulator spielen, sondern das hat einen anderen Hintergrund, aber den werden wir euch noch gleich erzählen. Und ich habe keine Ahnung mehr, oder ich habe keine Ahnung, warum der Traktor mit diesem Anhänger hier steht. Ich bin hier hingefahren im letzten Part und ich weiß nicht mehr warum. Und es ist irgendwas geladen und ich nehme an, es ist Zucker geladen. Aber viel wichtiger ist, zwei Sachen sind noch neu dazugekommen. Steig und zwar aus. Ja, bin ich doch. Zwei neue Mods, und zwar einmal der Fuel Adjust Mod. Das seht ihr, warte, wenn ich hier einsteige, seht ihr unten rechts an dem HUD, wenn ich Gas gebe, ne, seht ihr so jetzt gerade mal schön rot geworden, die Momentanverbrauchsanzeige und die Durchschnittsverbrauchsanzeige. Und der Mod bewirkt natürlich gleich noch dazu, dass wir viel, 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 viel mehr Diesel verbrauchen, wie es hier standardmäßig eingestellt ist, dass die Dieselproduktion für uns auch Sinn ergibt, also die eigene Dieselproduktion. So, und dann haben wir noch einen Mod drin, Nikos Maschinen nennt er sich. Der Mod ist dazu da, dass wir einfach die gebeizte Saatgut in alle Sämaschinen einladen können. Das ist einfach nur so ein Skript. Kann man dann alle Saatmaschinen reintun und kann quasi die gebeizte Saat für alles benutzen und nicht nur, wie es jetzt ursprünglich war, für die kleine Saatmaschine, die eben Kartoffeln, Weißkohl, Rotkohl und bla 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 und Zuckerrüben und sowas ansieht. Na? Habe ich das richtig gesagt? Ja, kann ich bestätigen, das ist so, ja. Siehst du? So, sehr schön, ja. Genau, die zwei Sachen sind erstmal neu. Warum ist der Koch mit dabei? Und zwar, wir sind jetzt aktuell zu viert, der Klicki ist ja auch noch mit da. Und der Koch ist ein netter Mensch, der hat uns seine Hilfe angeboten, indem er die Map einfach mal durchtestet, hat mich gefragt, ob ich ihm die schicken kann. Das habe ich auch getan, ihr braucht mir jetzt auch nicht in die Kommentare schreiben, schickt mir bitte auch die Map, weil das darf ich leider nicht, wir dürfen die nicht zum Upload oder zum Download anbieten, quasi irgendwo hochladen. Es ist natürlich extrem ärgerlich, dass der Modder seine Seite down genommen hat, dass er seinen Account bei Modhoster gelöscht hat und es gibt quasi jetzt fast keine Möglichkeit mehr an die Map ranzukommen, beziehungsweise... Oh, was? Achso, und fertig. Beziehungsweise an dieses Mod-Paket ranzukommen, wo die ganzen Hänger drin sind oder Anhänger drin sind. Das ist eben das Problem aktuell. Aber nichtsdestotrotz habe ich die Pion zur Verfügung gestellt und habe... er hat mir angeboten, das Ganze mal durchzutesten. Das hat er dann auch gemacht. Und hat quasi alle Wirtschaftszweige hier mal überprüft, bevor wir nämlich jetzt hier noch 100 Parts brauchen, bis wir hier alles mal durchgetestet haben und bla bla bla. Wie es in der PDF-Datei stand, die mit bei den Mods dabei war, ist es leider alles etwas falsch gewesen oder kurios. Es war nicht alles falsch, aber es hat halt teilweise nicht gestimmt. Die war halt wahrscheinlich einfach veraltet, wurde nicht mehr aktualisiert. Und deswegen hätten wir uns wahrscheinlich dumm und dämlich gesucht. Der Björn hat das alles durchgetestet und es gibt eine sehr, sehr erfreuliche Nachricht. Und zwar, alle Wirtschaftszweige funktionieren auf der Map. Also wir können in alle Wirtschaftszweige spielen. Es gibt noch eine bessere Nachricht. Die Brauerei, die ich vergebens gesucht habe, existiert doch. Die ist nur nicht beschrieben auf der Map. Die ist nämlich da oben zwischen Feld 1 und 2 bei der Molkerei oder bei der Mischbude. Und... ja, es funktioniert alles. Es gibt eine Sache, die nicht funktioniert, die wir aber versuchen werden, irgendwie vielleicht noch in Gang zu kriegen, müssen wir mal schauen. Und zwar, man kann an der BGA eben durch Rohöl, beziehungsweise durch Raps und bla bla bla, eben seinen eigenen Stuff produzieren, wie zum Beispiel Motoröl, Treibstoff, der nur für den Eigenbedarf am Hof geeignet ist und halt Industriediesel, den man eben verkaufen kann. Diese Trigger funktionieren auch alle. Ihr habt mir auch ganz fleißig in die Kommentare geschrieben oder uns, dass wir quasi mit diesem kleinen Dieselanhänger den Diesel nicht verkaufen können. Das ist, sind wir jetzt auch schlauer, wissen wir, geht nur mit dem großen schwarzen. Nicht falsch verstehen bitte. Auf jeden Fall, ja, und... Das Einzige, was eben nicht funktioniert, ist, dass wir den Industrietreibstoff an der BGA laden können. Das ist eben das Problem noch aktuell. Das der Einzige, ja. Wie bitte? Ja. Nicht laden können. Nicht laden. Hatte ich gesagt, oder? Nee, oder wie? Du hast gesagt laden. Dass nicht wir laden können. Nee, dass wir den dort nicht laden können, meine ich natürlich. So, die Trigger vom Verkauf, von Tankstelle und so weiter scheinen alle zu funktionieren. Aber wir können ihn eben nicht aufladen und das ist aktuell das Problem. Aber das ist auch das einzigste Problem und mit dem können wir aktuell auch erstmal leben. So, und jetzt sitze ich hier am Traktor. So. Hast du gut gemacht. Habe ich gut gemacht. So, jetzt habe ich aber viel erzählt. Viele Neuigkeiten. Also, ihr könnt froh sein, wir werden die Map auf jeden Fall noch
einige Zeit spielen, da halt eben alles funktioniert aktuell. So. Was machen wir denn überhaupt? Ich bin jetzt hier komplett raus. Was? Ja. Ich weiß nicht, wie sind eure Stände zurzeit? Naja, wir müssen ja uns jetzt überlegen erstmal, welchen Wirtschaftszweig wir jetzt erstmal bedienen wollen, was wir eben zuerst machen wollen. Brot. Was? Brot. Bier. Brot. Willst du Brot machen? Ich würde vorschlagen Bier, weil Bier ist am einfachsten zu machen. Dafür brauchst du nur Gerste, Wasser und Hopfen. Hopfen kann dazugekauft werden bei der... Oder muss, weil es kann, man kann es nicht anpflanzen. Muss, genau. Bei der Fist-Tankstelle, bei dem Landi-Markt oder beim Raiffeisenmarkt. Bei der Fist-Tankstelle. Fiss, ich habe das mit einem kurzen gesprochen. Ja, kann zugekauft werden und das ist jetzt, glaube ich, der einfachste, um erstmal überhaupt irgendwas in Gang zu kriegen. Wasser gibt's gratis. Ist nicht immer so, aber gibt es. Und würde ich sagen, wenn wir Gerste erstmal anbauen. Wenn... Gerste irgendwo schon stehen? Nö. Weizen und Roggen hatten wir angepflanzt und wo es eben für Roggen leider überhaupt keine Verwendung hier gibt, außer verkaufen. That's the problem. Also Roggen ist komplett für den Arsch. Können wir direkt verkaufen, können wir nichts mit anstellen. Genau, ja. Ja. Und ja, Bier ist halt relativ einfach, weil Hopfen, wie gesagt, kann man nicht produzieren. Hopfen und Hanf kann man nur zukaufen, obwohl Hanf auch kein Zukauf existiert. Das sollte wahrscheinlich später danach kommen. Und was ist mit Malz? Das wird intern, wird extern angeliefert aus Polen. Da haben wir keinen Einfluss drauf. Ja. Das ist der günstige. Weil das sind die LKWs, die ja immer mit 200 durchgebrettert kommen. Ja, die können wir gar nicht aufnehmen mit dem losen Auge. Übrigens, lustig, ne? Ich bin ja gestern ins Kino gefahren. Ich frage mich manchmal, warum. Mir kommt es manchmal so vor, entweder höre ich komplett hart, mittlerweile schon, könnte ja am Alter liegen. Oder der eine Ohrstöpsel. Warte mal, ist das vielleicht hier ein bisschen rausgefüllt? Ja, wenn es nicht richtig drin steckt, ne, ist klar, hört man schlecht. Jetzt hier das Ohr. Ja gut, das liegt am Alter, weil die Ohren im Alter werden größer. Ich höre wieder. Ja, und dann so. Fallen auch die kleinen Ohrstöpsel raus. Ja. Naja, und haariger werden sie vor allem. Ja gut, da kann man diskutieren, ob das negativ ist oder positiv. Kann man nicht Zucker hier abladen? Am Hof? Nein, kannst du nicht einlagern, kannst du nur bei der Bäckerei verkaufen und einen Trigger gibt's noch, aber da muss ich schauen. Aber bei der Bäckerei... Ich verkaufe das jetzt bei der Bäckerei schnell, dass der Laster hier leer ist. Genau. Und Zucker hat keinen Einfluss auf die Backschnelligkeit oder irgendwas, das ist bloß ein reiner Verkaufstrigger. Ist einfach nur Zuckerrüben weiterverarbeiten und dann eben nochmal genau. Geld kassieren. So wie aber es ist ganz okay, finde ich, weil man kann eben Zuckerrüben nochmal weiterverarbeiten, ist ja okay. So wie das bei Randy und Click im LS13 gewesen ist, mit Kartoffeln und Pommes frites. Kartoffeln zu Pommes frites und dann ab zu Nedde. Übrigens, ich hab schon mal gefreut, wenn wir kommen. Der Björn kennt sich aus, er beobachtet euch schon länger. Ja, ich mach das vom neutralen Boden aus, also. Ja, das stimmt. Ja, und wie gesagt, also man muss ganz klar dazu sagen, Björn... Ja, Klick, ich kann dich beglückwünschen, du hast es erraten. Ja, Mensch. Aber gut, oder? Ja, doll. Jetzt machst du mir Angst, Klick. Du arbeitest doch bei einer Organisation, die weiß, wie viele Schlüpfer ich habe im Schrank. Die mit den drei Buchstaben und mit den kyrillischen Schriftzeichen. Welche ist das? Hä? Ja. Kevin Klein, wa? Achso. Ja. So, warte mal. Hier ist erstmal, ich schaffe jetzt erstmal den Zucker weg. Man muss noch dazu sagen, Björn hat, wie lange hast du jetzt insgesamt gebraucht, bis du alles jetzt mal rausgefunden hattest? Ich habe rein in-game knapp 20 Stunden offiziell gespielt. Nach 20 Stunden habe ich angefangen, offiziell zu cheaten, um es probieren zu können. Und habe dann nochmal 8 Stunden investiert, um überhaupt jeden Wirtschaftszweig einmal komplett durchzuproduzieren und auch rauszubekommen, wie viel es von was braucht. Ja. Also knapp 28, 30 Stunden etwa, ja. Plus, minus. Und das ist natürlich eine Zeit, wenn man das jetzt mal umrechnet. Wir machen in der Regel so 15 bis 20 Minuten hat eine Folge. Wir können eben leider aus Zeitgründen hier nicht noch stundenlang alles durchprobieren und machen und tun. Das ist halt immer das Problem. Wir versuchen natürlich trotzdem unser Bestes, aber deswegen sind wir einfach unglaublich froh, dass der Björn das gemacht hat. Und wenn man das jetzt einfach mal in die Parts umgerechnet hätte, wie viele Folgen das gewesen wären, bis wir überhaupt alles rausgefunden hätten. Und dann kommt ja noch... Oh, Alter, ist das buggy. Und dann kommt ja eben noch dazu, dass es ja teilweise
in der PDF nicht korrekt drin stande. Und dann geht es ja natürlich wirklich nur noch mit Probieren. Ne, dann ist ja wirklich Rätselraten angesagt. Und das ist ja eben das Problem, was wir wahrscheinlich gehabt hätten. Wo bleibt denn der Hänger? Welcher? Da zum Abdanken. Ja, wo dauert noch ein Stück. Also Fakt ist... Fährst du den erst fort? Lass den doch hier stehen. Der steht doch auch. Wo denn? Am anderen Ende der Map. Am anderen Ende des Felds. Randy, wie viel Geld haben wir denn aktuell? Du kannst Fragen stellen, 8-2. 8-2, okay. 8.200 Euro. Ja, ja, na, wir hatten ja hier diesen grünen Anhänger gekauft. Den, wo man größerer Drescher wäre vielleicht besser gewesen. Ich mache einen Vorschlag. Verkauft die Ballenpresse, verkauft den Ballensammler. Weil die Ballen geben nur minimal mehr Geld, damit es sich wirklich lohnt. Wenn, dann verkauft das Stroh so, weil den Wagen haben wir dafür. Und nimmt das Geld lieber so mit. Das ist ein Haufen Aufwand und ein Haufen Arbeit. Das lohnt sich nicht. Das stimmt, ja. Also ballentechnisch werden wir sowieso jetzt erstmal, glaube ich, das Wenigste machen. Also dann lieber nur einen großen Sammelwagen. Genau, den habe ich hinten bei mir dran am kleinsten Traktor. Oder wir können sie euch schreddern und sie Silage machen. Auch das. Hast du einen Schredder? Den, Bruder. Hier hinten, ja. Du hast einen Schredder? Wir haben einen Schredder? Du hast einen Nee, aber es hat gut geklappt. Also, aber ich mache erstmal die Futtermischstation voll, dass da schon mal was drin ist. Dass die schon mal mit gefüllt ist mit dem ersten Stroh. Und wenn dann Stroh einsammeln, würde ich es von der Gerste einsammeln. Ist am effektivsten, gibt am meisten an Stroh heraus. Es ist auch, was Björn auch mal getestet hat, wo ich ziemlich beeindruckt war. Und zwar mit den X-Disc, mit diesem Krone-Häcksel-Dingsbums-Tralala. Luzerne und Klee häckseln. Ey, Klicki, kannst du dir nicht vorstellen. Luzerne, was das für einen Ertrag ergibt. Also es ist abnormal. Und das war ungedüngt, ne? Ungedüngt hatten wir das noch getestet, genau. Ja. Naja, Renni, dann sammel du halt noch die letzten Ballen ein und ich hau hier schon mal die Presse zum Händler, oder? Jojo. Mit der größten Maschine. Brauchst du die oder was? Es geht. Naja, viel mehr Traktoren haben wir aber auch nicht zur Auswahl. Ja, ich fahr mit dem großen Ladewagen, fahre ich gerade mit dem kleinen Hörlingmann durch die Gegend hier. Das sieht aus wie David und Goliath. Goliath schiebt und David guckt. Sag doch, dass du rechts rum willst. Blinkt doch. Ist verbaut, der Mod. Blinkmod. Blinkmod. So, ein bisschen Licht können wir auch anmachen. Weil es Nacht ist. Oh, hier liegen ja auch noch überall Ballen rum. Alter. Also ich hab im Singleplayer... Kann man ja so gut übersehen. Ja, im Singleplayer beim Testen vom Feld 22, 80 Ballen alleine runtergefahren mit dem Wagen. Ja. Das ist, ja, ist auf jeden Fall heftig. Also die Felder sind riesig. Ich denke mal, da werden wir auch gar nichts dazu kaufen müssen. Das wird Ewigkeiten reichen. Das wird wirklich Ewigkeiten reichen. Das kommt ganz auf deinen Bierkonsum an. Ah, der ist nicht so hoch, das muss ich auch dazu sagen. Also Bier unter der Woche gar nicht. Und am Wochenende, ach naja, komm ey. Wenn ich aber auch nur, wenn ich mal Lust habe, mal 2-3 Stück. In der Öffentlichkeit muss man immer tief stapeln. Wie jetzt tief stapeln? Ne, du weißt, auch ein Bier, nur samstags, einmal die Woche ein Bier ist schon regelmäßig. Ein regelmäßiger Alkoholkonsum ist Alkoholiker. Aber nicht von einem Bier Samstag. Doch, ist regelmäßiger Alkoholkonsum. Quatsch! Ich hätte es nicht gedacht. Quatsch. Also ich weiß nicht, nee. War das nicht mal ein Bier täglich ist? Mit ein oder zwei Bier täglich gilt man als Alkoholiker. Das habe ich mal gehört. Ja, also du kannst beim Arzt nicht mehr ankreuzen, gelegentlicher Alkoholkonsum. Das würde ich eh nie machen. Ja, ich mache beim Arzt immer, dass ich nicht schwanger bin. Das ist klar, ja. Ja. Bin ich immer ganz froh, wenn er dann sagt, ist so, ja. Passt, sagst du. Randy, kannst du mir mal bitte die Verkaufsrechte geben? Aber halt das Passwort zu. Ist egal. Ich hoffe, es ist sowieso bloß da, wenn wir da sind, dann ist er eh bloß auf die Spielermenge begrenzt. Ja, also theoretisch kann sowieso keiner drauf. Richtig. Nicht nur theoretisch, auch praktisch. Sind wir alle voll, also. Ja. Verkaufen, gibt schon mal 34.000. Okay, Ballenpresse is weg. Tino, hast du gesehen, ich habe extra mein weißes Hemd aus dem Schrank geholt für dich. Wo soll ich das denn sehen? Extra mein weißes Flanellhemd rausgeholt. Hast du es nicht gesehen? Achso, hast du an in-game oder was?
Ja, extra noch, so. Noch den weißen Flanellhemd-Mod runtergeladen. Krass. Das ist ja so nett. So nett. Okay, was brauchen wir jetzt? Wir müssen erstmal nur Gerste anbauen, ne? Weil dann würde ich mir jetzt die Sämaschine schnappen, würde die Gerste aufs Feld bomben und dann könnte Klicky meinetwegen ja, oder oh, das ist ja scheißegal, irgendjemand halt schon mal Hopfen zu kaufen fahren, das quasi in die Brauerei bringen, dass die da schon mal gut bestückt sind. Das wird uns natürlich ein paar Mark kosten. Ja, ja, das mache ich gleich, denn ich soll mich vom Feld fernhalten. Na, du hast ziemlich viel Feld gemacht, ne? Aber jetzt kannst du die Zeit runternehmen, René, jetzt schönes Wetter. Ja, schönes Wetter, sagt er. Na klar, hier, Sonnenaufgang. Guck doch mal hinten. Oh. Ein Träumle. Ich schätze, morgen Abend haben wir frei, dann lache ich darüber. Mir fehlen die Berge. Hier oben im Flachland zu fahren. Oh. Tja. Ach stimmt, bergig, die Map ist komplett flach, oder? Hier gibt es überhaupt nicht hoch runter. Ja, ist eine flache. Und du hast trotzdem guten Spritverbrauch mit dem Mod, ja. Das ist okay. Ah, ich sehe es gerade schon, Alter. Da vorne ist der Tank ist schon leer. Also ich habe es geschafft mit dem großen Deutsch, den Randy jetzt, glaube ich, hatte. Mit dem er den kleinen Anhänger gefahren hat. Ich habe den großen Deutsch. Ach stimmt, du stehst ja auf die großen Dinger. Ja. So war das. Weißt du, einen kleinen Beim Grubbern zwei Felder gegrubbert, Tank leer. 400 Liter durchgejagt, noch zwei Felder. Das ist in Ordnung. So sollte es sein. So, wir sind aber am Ende dieses schönen Partys. Deswegen danken wir fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Bremschen da lassen, nicht vergessen, wie immer. Schön. Genau. Und es wird alles gut. Es wird alles gut. Alles wird gut, Leute. Alles. Tschüss. Tschüss. Tschüss.